Beikommen, aktuelle Stunde, Einführung der 5G-Technologie in Dresden. Einreicher ist die Fraktion Freie Wähler und ich darf nach vorne bitten, Frau Dagen, bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kollegen, die Aktuelle Stunde befasst sich mit unserer Forderung, die Bürger in Dresden umfassend über die geplante Einführung der 5G-Technologie in Dresden zu informieren. Denn der neue Mobilfunkstandard 5G ist aktuell immer häufiger der Gegenstand von öffentlicher Berichterstattung und kritischen Debatten. Denn er ist eben nicht einfach eine Weiterentwicklung der bisherigen Standards, sondern mit ihm werden weitreichende und massive Veränderungen einhergehen, die den Alltag eines jeden Einzelnen betreffen. Was ist nun damit gemeint? Ich darf mit einem Zitat beginnen von einem Hauptprotagonisten, nämlich von Professor Gerhard Fettweis, seines Zeichens Lehrstuhlinhaber des Vodafone-Stiftungslehrstuhls für mobile Nachrichtensysteme an der hiesigen TU. Geäußert hat er sich zur Eröffnung des Schaufensters der Wissenschaft in den Technischen Sammlungen Dresden am 11. September 2020. Der Nutzen, so sagte Professor Gerhard Fettweis, ist enorm. Dadurch, dass ich einsteigen kann in die funkbasierte Robotik. Einsteigen, denn nach 5G kommt 6G. Die Sächsische Zeitung kontert mit einem ganz anderen Aufmacher. Sie schreibt nämlich ziemlich volkstümlich, Mobilfunk wird schneller. Ich meine, da liegen doch wirklich Welten dazwischen. Geht es jetzt hier darum, dass wir schneller im Internet sind, dass wir mehr mit dem Handy telefonieren? Augenscheinlich nicht. Denn diese zukunftsweisenden Möglichkeiten der 5G-Technologie nützen doch hauptsächlich der Wirtschaft, nämlich in der Automobilindustrie, der Expresslogistik sowie im öffentlichen Personennahverkehr. Und das Argument, das spüre ich hier schon ein bisschen anbranden, ohne 5G würde Deutschland im internationalen Wettbewerb technologisch abgehängt werden. Ja, ich höre es, aber bitte, ich frage Sie, wer will denn schon Deutschland zu Fall bringen? Aber Dresden, also der Oberbürgermeister von Dresden, will, dass wir 5G-Modellstadt werden. Und dazu noch zum Testfeld der Energieanwendung über 5G. Und wer will denn das noch? Ich zitiere noch einmal Professor Fettweis. Er sagt, wenn wir uns die Diskussion in der Öffentlichkeit anschauen, dann heißt das für uns, wir müssen die Öffentlichkeit mitnehmen. Wir Forscher und Ingenieure können uns viele neue Dinge ausdenken. Wenn wir die Menschen nicht mitnehmen, wird es schwierig. Naja, ich übersetze mal, mitnehmen heißt ja wohl hier, so meine ich, informieren. Sie kennen alle das Sprichwort, wer nicht fragen kann, der kann auch nichts lernen. In diesem Sinne gilt für uns auch in dem Zusammenhang eine offene, transparente Kommunikation darüber, was ist und was uns bevorsteht. Dies, so finde ich, ist die wesentlichste Bedingung für Vertrauen, das man seitens der Industrie, der Forschung, der Wissenschaft und ja auch der Kommunalpolitik benötigt. Und welche Diskussion in der Öffentlichkeit ist denn eigentlich gemeint? Er meint doch wohl hoffentlich nicht diese einmalige Veranstaltung am 6. Dezember 2019 im Rahmen der, naja, gescheiterten Kulturhauptstadtbewerbung im Hygienemuseum, bei der wesentliche Akteure gar nicht anwesend gewesen sind. Oder meint er vielleicht die Petition, die hiesige, die Dresdner, stoppt den 5G-Ausbau in Dresden, die im Übrigen am 23. Januar diesen Jahres bereits übergeben worden ist und noch immer nicht im Petitionsausschuss behandelt wurde. Es gibt die großen W-Fragen und ich frage, warum? Große europäische Städte haben den Ausbau von 5G vorläufig gestoppt. Dazu gehört unter anderem unsere Partnerstadt Florenz, es gehört Genf dazu und man höre und staune, es gehört auch die Hauptstadt der EU, Brüssel, dazu. Die Ministerin Céline Frémaux fordert einen vorläufigen Stopp von 5G und sie sagt, ich zitiere, die Brüsseler sind keine Labormäuse, deren Gesundheit ich mit Gewinn verkaufen kann. Es gibt eben noch keine fundierte Langzeitstudie über die Wirkung dieser extrem kurzwelligen Strahlung.
All diesen Initiativen ist eines gemein, nämlich die große Frage nach der Abschätzung der Folgen einer solchen Entscheidung. Und damit sollten wir verantwortungsvoll und akzeptiert auch mitgehen. Denn wir wissen, ein Fragender ist niemals unwissend. Aber jetzt aufwachen. Wir haben in Dresden ja eine Bürgerbeteiligungssatzung. Naja, gerade mal so mehrheitlich am 21. März 2019 beschlossen, vorangetrieben und dafür gebührt ihm großer Dank vom grünen Lichti. Zweck dieser Satzung ist die rechtzeitige und umfassende Information von Einwohnern über Vorhaben der Landeshauptstadt Dresden und die Unterstützung der Bürger, eine Empfehlung für eine Entscheidung des Stadtrates, des Oberbürgermeisters oder der Räte der öffentlichen Ebene zu erarbeiten und abzugeben. Ja, und wir bekommen gleich noch eine Definition und eine Begriffsbestimmung da mitgeliefert. Was ist denn ein Vorhaben? Ein Vorhaben, das sind alle Angelegenheiten, für deren der Stadtrat, der Oberbürgermeister, ein Stadtbezirksbeirat oder ein Ortschaftsrat zuständig ist, mit Ausnahme von Personalentscheidungen. Und der Anwendungsbereich, ganz klar definiert, ich zitiere, betrifft ein in dieser Satzung geregeltes Beteiligungsverfahren Angelegenheiten, die in die ausschließliche Zuständigkeit des Oberbürgermeisters fallen, das ist ja geradezu prädestiniert für 5G, wird ihm die entsprechende Anwendung dieser Satzung empfohlen. Auch für die Vorhaben der laufenden Verwaltung und Pflichtaufgaben ohne Weisung lehnt er eine entsprechende Anwendung der Satzung ab, soll er die Vertrauensperson des Beteiligungsverfahrens über die Gründe für seine Entscheidung unterrichten. Der zweite Teil behandelt die Stärkung von Informationsrechten, die Bekanntgabe von Vorhaben. Tippeltappeltour geht es bis zum siebten Teil, den Schlussvorschriften und der Evaluation. Und dort wird der Bürgermeister aufgefordert, die Anwendung der Satzung 2 Jahre nach ihrem Inkrafttreten auszuwerten und zum Änderungsbedarf Stellung zu nehmen. Naja, die Stellungnahme wird dann augenscheinlich im März 2021 auf uns zukommen und sie wird wohl recht kurz ausfallen. Unsere Forderung also nochmal in aller Deutlichkeit und in aller Kürze, nun doch bitte mal die vorliegende Bürgerbeteiligungssatzung anzuwenden mit fachlichen Informationen, diese bitte für alle Bürger flächendeckend und konstant und unter Bezugnahme von sachlicher Auswertung der Fragen und der Kritik. Und ich darf an Herrn Hilbert und seiner Einbringung des Haushaltes anschließen, wenn er von Verantwortung spricht, diese mit uns zu tragen, durch die Krise zu gehen, dann sage ich, mit Verantwortung durchs Leben. Vielen Dank. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Es beginnt Bündnis 90, die Grünen. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik wirbt damit, dass 5G unsere Zukunft verändern wird. Kommunikation in Echtzeit, Smart Homes, autonomes Fahren, Vernetzung zwischen Unternehmen. Das klingt gut und eröffnet sicher zahlreiche neue Möglichkeiten. Es gibt aber auch Bedenken in der Bevölkerung, die wir Grüne natürlich ernst nehmen. Ich möchte jedoch, dass wir hier heute nicht wild spekulieren. Ich möchte, dass wir auf Basis wissenschaftlicher Fakten diskutieren. Aus diesem Grund werde ich hier einen kleinen Abriss darüber geben, was wir heute schon über die Mobilfunkstrahlung und deren gesundheitliche Risiken wissen. Eine kurze Einordnung. Das elektromagnetische Spektrum besteht aus vielen verschiedenen Arten von Strahlung. Infrarot-Wärmestrahlung, Mikrowellen, zu denen auch 5G gehört, Radiowellen, das sichtbare Licht, aber auch kurzwellige Strahlung wie UV, Röntgen und Gammastrahlung. Je kurzwelliger die Strahlung, desto eher ist sie in der Lage, Zellen zu schädigen. Strahlung mit einer Wellenlänge von über 250 Nanometer ist nach aktuellem Stand der Wissenschaft nicht in der Lage, Erbgut und Zellen zu beschädigen. Mobilfunkwellen hingegen bewegen sich im Bereich von über 0,1 Zentimeter, also weit höher als die Wellenlänge von zum Beispiel sichtbarem Licht. Nachgewiesen ist,
dass Mikrowellenstrahlung Wassermoleküle in Bewegung setzt. Das hat jeder schon erlebt, der oder die einen Mikrowellenofen verwendet hat. Und ja, Mobilfunkstrahlung erwärmt auch menschliches Gewebe. Aber die WHO sowie auch das Bundesamt für Strahlenschutz erklärten, dass es keinen Zusammenhang zwischen Mobilfunkstrahlung und der Häufigkeit von Krebserkrankungen beispielsweise gibt. Die Krebshäufigkeit ist überhaupt mit Zunahme der Mobilfunkstrahlung relativ konstant geblieben. Signifikante Zunahmen gab es nur bei Menschen über 70 Jahren. Das liegt aber daran, dass immer mehr Menschen ein solch hohes Alter erreichen und natürlich die Wahrscheinlichkeit, einen Tumor zu entwickeln, im hohen Alter steigt. Die Frequenzen, auf denen 5G übertragen werden, sind übrigens nichts Neues. WLAN operiert schon längst in ähnlichen Frequenzbereichen. Auch GPS und Bluetooth oder eben der Mikrowellenofen in der Küche agieren auf ähnlichen Frequenzen. Bisher gibt es auf jeden Fall keine eindeutigen Beweise, dass sich Strahlung in diesem Frequenzbereich unterhalb der Grenzwerte negativ auf unsere Gesundheit auswirkt. Stattdessen umgeben wir uns täglich mit Einflüssen, die nachgewiesenermaßen eine negative Wirkung auf unsere Lebenserwartung haben. Zum Beispiel Tabak, Alkohol, Autos, Luftverschmutzung, Stress und ja, auch der Klimawandel. Lassen Sie uns doch dort anfangen, wo es eine gute wissenschaftliche Faktenlage gibt und wo wir auch auf kommunaler Ebene etwas bewirken können. Und lassen Sie uns aufhören, Ängste zu schüren, wo sie nach aktueller Wissenschaftslage fehl am Platz sind. Wir sprechen in dieser Aktuellen Stunde über ein Thema, über das wir als Stadt ohnehin nicht viel entscheiden können. Die Freien Wähler fordern in ihrer Begründung einen teuren und aufwendigen Bürgerentscheid. Aber auf welcher Basis sollten die Bürgerinnen und Bürger ihre Entscheidung treffen? Lassen Sie uns diese Diskussion doch dann führen, wenn es unabhängige, belastbare Langzeitstudien gibt. Natürlich ist es wichtig, dass wir die Bürgerinnen und Bürger informieren. Das tut die Stadt tatsächlich auch schon, zumindest mit einer eigenen Rubrik auf der Webseite zum Thema 5G. Und ja, wir Grüne möchten, dass es erforscht wird. Wir möchten wissen, ob und wie Mobilfunkstrahlung auf Menschen sich auswirkt. Wir möchten wissen, ob es Insekten beeinflusst. Wir möchten wissen, ob der immer weiter wachsende Strombedarf klimafreundlich gedeckt werden kann. Und wir wollen auch wissen, ob 5G überhaupt die Vorteile bringt, die uns jetzt versprochen werden. Doch diese Antworten kann uns leider keine Befragung der BürgerInnen liefern, sondern nur die Wissenschaft. Vielen Dank. Soweit Herr Schlick für Bündnis 90 Die Grünen. Als nächstes für die CDU-Fraktion Herr Graden. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, 5G ist ein sehr spannendes Thema und ich finde es gut, dass wir heute über dieses Thema sprechen und uns dazu austauschen. Im Gegensatz zu UMTS, LTE ist dieser Standard mit einer nochmals viel größeren Bandbreite in der Zukunft für uns verfügbar. Und das führt letzten Endes dazu, dass wir Datenübertragungsraten zwischen Sender und Empfänger haben werden, die wir so noch nicht kannten und viel, viel höher sind als das, was wir aus dem LTE-Netz heute kennen. Und wir werden auch ein beschleunigtes Antwortzeitverhalten haben. Das heißt, der Austausch von Informationen zwischen Sender und Empfänger wird nahezu in Echtzeit möglich sein. Und das ist insbesondere für zeitkritische Anwendungen. Denken Sie an selbstfahrende Transportsysteme, die sich permanent untereinander austauschen wollen und müssen, eine großartige Entwicklung, die hier vor uns steht. Meine Fraktion verbindet mit 5G große Hoffnung und wir sind als Stadt Dresden schon seit Jahren dabei, an den Mobilfunkstandards der Zukunft mitzubauen und mitzuwirken. Wir haben hier in Dresden ganz stark am 4G-Standard mitgewirkt. 5G, 6G liegt vor uns und diese Spitzenforschung, die wir hier betreiben, hat eine Strahlkraft auf ganz Deutschland, auf Europa und auch weltweit wird auf das geschaut, was hier an der TU Dresden entwickelt wird. Und wenn Sie sich darüber informieren wollen, schauen Sie mal auf dresden.de, da gibt es ein sehr interessantes Interview mit Frank Fitzek. Er ist Professor an der TU Dresden, ähnlich wie der andere Kollege, der vorhin schon genannt wurde, und forscht an diesen Themen. Und dieses Interview ist, denke ich, jedem empfohlen, einfach mal zu lesen
und zu schauen, was 5G uns bieten wird. Auf der anderen Seite sind die Reaktionen letzten Endes, und das sehen wir auch in der heutigen Debatte, gemischt. Es gibt auf der einen Seite Bürger, die sich damit erhoffen, eine bessere Netzanbindung zu haben, ein besseres Handynetz, eine bessere Anbindung an große Rechensysteme. Und auf der anderen Seite gibt es die Angst. Es gibt auf der einen Seite die Unternehmen, die mit diesen neuen technischen Möglichkeiten viel verbinden. Und da entsteht gerade mit der neuen Bosch-Fabrik in Dresden eine Umsetzung, man nennt es Smart Factory in der Industrie 4.0, wo eben Maschinen mit diesem Standort arbeiten werden und wo wir das bald sehen werden mit ganz neuen technischen herausragenden Möglichkeiten, die uns dort erwarten. Auf der anderen Seite gibt es diese Furcht vor der elektromagnetischen Beeinflussung durch Handys, durch Sendemasten auf den Menschen, und wir fragen uns, was bedeutet das für uns? Und jetzt kann man viel orakeln, aber der Kollege hat es ja bereits gesagt, für uns entscheidend ist die Wissenschaft. Und da gilt es nicht, den Vermutungen oder denjenigen, die große Geschichten erzählen, zu folgen, sondern den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Und für uns als CDU-Fraktion ist dort maßgebend das Bundesamt für Strahlenschutz als Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Und das, was Sie dort finden, daran orientieren wir uns, und demnach geht derzeit nach wissenschaftlichem Kenntnisstand keine negative gesundheitliche Auswirkung vom 5G-Standort, vom 5G-Mobilfunkstandort aus. Und es gibt dennoch noch offene Fragen, die werden dort auch nicht verheimlicht und angesprochen. Allerdings zählt hier die Forschung und die Wissenschaft. Und viele Erkenntnisse der früheren Mobilfunkgeneration sind demnach auch auf 5G übertragbar. Zumindest ist zu dieser Erkenntnis gekommen das Deutsche Mobilfunkforschungsprogramm, wo sich genau diesen Themen gewidmet wird. Und die klare Aussage ist dort, dass innerhalb der gültigen Grenzwerte für Mobilfunkmasken und auch bei Einhaltung der im Rahmen von Produktsicherheit an Mobiltelefone gestellte Anforderungen gibt es derzeit keine bestätigten Belege dafür, dass es eine schädigende Wirkung des Mobilfunks auf den Menschen mit 5G gibt. Auf der anderen Seite, auch das wird transparent gemacht, gibt es zum späteren Zeitpunkt im Zusammenhang mit 5G auch höhere Frequenzbänder im Milli- und Zentimeter-Wellenbereich. Und hier ist die wissenschaftliche Erkenntnis noch relativ gering, und auch hier gibt es die klare Aussage, dass dort entsprechend weiter zu forschen ist. Ich komme zum Schluss und fasse für alle nochmal klar zusammen. Für uns als CDU-Fraktion gibt es zum Mobilfunkstandard 5G eine große Freude auf neue Technologie, möglicherweise neue Geschäftsmodelle, die hier entstehen werden, möglicherweise eine Start-up-Szene, die davon profitieren wird. Und auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass die Sorgen und all das, was Menschen beschäftigt, die sich natürlich schon fragen, was hat das für Auswirkungen auf mich, diese Fragen nehmen wir ernst, und diese Gesundheitsrisiken sind Teil unserer Beobachtung, die wir entsprechend machen und auch weiterverfolgen werden. Und wir sind mit dem Ergebnis der Ausschussbehandlung sehr zufrieden. Der Ausschussbericht Allgemeine Verwaltung, wo es darum geht, die Bürger weiter zu informieren über das, was bereits schon da ist, auf dresden.de oder auch über andere Kanäle, dem folgen wir, das finden wir gut und werden uns dort auch entsprechend in Zukunft weiter engagieren. Vielen Dank. So, wir setzen fort mit der AfD-Fraktion, Herr Radzinski. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Stadträte, liebe Zuschauer. Der Mobilfunk der fünften Generation wird uns in den kommenden Jahren noch sehr intensiv begleiten. Damit meine ich nicht die elektromagnetischen Wellen, denen wir tagtäglich ausgesetzt sind, sondern ich meine die Aufgaben, die uns als Stadtrat noch bevorstehen, um den Ausbau eines modernen und leistungsfähigen Mobilfunknetzes in Dresden so zu gestalten, dass es unseren Anforderungen entspricht
und trotzdem mit unserem Stadtbild verträglich ist. Auch ich möchte nicht, dass zukünftig an jeder Straßenecke ein Funkmast steht. Es sollten besser smarte und vor allem über alle Anbieter hinweg einheitliche und gemeinsame Lösungen entwickelt werden. Hier sehe ich auch uns als Stadtrat in der Pflicht, die nötigen Rahmenbedingungen zu schaffen und Modelle zu finden, bei denen städtische Infrastruktur so zur Verfügung gestellt werden kann, dass die Anzahl der Funkzellen insgesamt auf ein Minimum reduziert wird. Aus den Überlegungen heraus stellt sich für uns nicht die Frage, ob wir 5G in Dresden überhaupt haben wollen, denn das haben wir schon lange. 5G ist schon lange vor seiner Markteinführung in Dresden präsent gewesen. 5G wurde maßgeblich in Dresden zur Marktreife gebracht. Statt dem Ob überhaupt sollten wir uns vielmehr mit der Frage nach dem Wie beschäftigen. Denn mitgestalten kann man Dinge nur dann, wenn man sie nicht grundsätzlich ablehnt. Durchschnittlich mehr als 80% der elektromagnetischen Wellen aus dem Mobilfunk, die vom menschlichen Körper im Alltag absorbiert werden, stammen vom eigenen Smartphone in der eigenen Hosentasche. Der zu vernachlässigende Rest von den Smartphone-Nutzern im direkten Umfeld und von den Basisstationen. Die Strahlungsintensität des eigenen Smartphones hängt dabei besonders stark von der Entfernung zur nächsten Basisstation ab. Je näher ich an der Basisstation stehe, desto weniger Leistung braucht mein Smartphone für den Aufbau einer Mobilfunkverbindung. Sollten wir also in Zukunft ein wesentlich engmaschigeres Mobilfunknetz bekommen, können wir davon ausgehen, dass die Menge der absorbierten Strahlung unserer Körper zukünftig geringer werden kann. Letztendlich liegt es ohnehin an jedem selbst, welche Strahlungsintensität er sich aussetzt und wie er mit dem möglicherweise bestehenden Restrisiko umgehen möchte. Dazu gibt es auch entsprechende Handreichungen vom Bundesamt für Strahlenschutz. Ein grundsätzliches Mobilfunkverbot oder einen politisch motivierten Technologiestopp lehnen wir daher ab. Der RWTH Aachen, welche die Datenbasis für die Einschätzung des Bundesamtes für Strahlenschutz geliefert hat, liegen insgesamt 1200 experimentelle und rund 300 epidemiologische Studien zu den derzeit genutzten Frequenzbereichen von Mobilfunkanwendungen vor. Begründete Hinweise oder gar Belege für gesundheitliche Beeinträchtigungen bei den derzeit genutzten Frequenzbereichen konnten dabei nirgends gefunden werden. Das eigentliche Problem, welches mit dieser aktuellen Stunde, aber auch mit dem zugehörigen Antrag zutage tritt, ist unserer Meinung nach nicht das Thema 5G und auch nicht der Mobilfunk allgemein. Das eigentliche Problem in Dresden ist, dass viel zu oft Entscheidungen getroffen werden, bei denen die Bürger nicht mit einbezogen werden. Die Dresdner werden in dem Alltag beeinträchtigt und regelmäßig nach der Friss- oder Stirb-Mentalität vor veränderte Tatsachen gestellt. Gerade beim Thema 5G erleben wir jetzt, wie diese fehlende Kommunikation mit unseren Bürgern dazu führt, dass sich jetzt andere dieses Informationsvakuum zu eigen machen und zu ihrem Zwecke nutzen. Und obwohl wir inhaltlich einen anderen Standpunkt zum Thema Digitalisierung bzw. 5G-Mobilfunk vertreten, wie es vom Antragsteller scheinbar der Fall ist, unterstützen wir den Antrag der Freien Wähler, weil wir die Forderung nach umfassender Bürgerinformation begrüßen und weil wir uns für mehr direktdemokratische Elemente in der Politik und regelmäßig stattfindende Bürgerentscheide stark machen wollen. Vielen Dank. Als nächste Fraktion Die Linke, Frau Hansen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste hier und im Netz. 5G ist natürlich eine äußerst komplexe, aber auch spannende Thematik. Und es freut mich natürlich so ein bisschen, dass ich bereits vorher wusste, wie die Fraktionen auch argumentieren werden. Das ist ein bisschen absehbar. Ich möchte versuchen, die Thematik zu entzaubern, indem ich einfach versuche, auf die technische und politische Ebene nochmal mit einzugehen. Ich danke auch meinen Kollegen von den Grünen, den Herrn Schlick, dass er hier bereits schon über die Strahlung nochmal mit aufgeklärt hat, was ionisierende und nicht ionisierende Strahlung angeht. Ich würde gern so ein bisschen auf die Funk- und Netzwerktechnik eingehen zu Beginn. Also, Sie müssen sich das so vorstellen, aktuell ist es so, 5G läuft ohne 4G nicht oder 4G ist ja auch als LTE bekannt, denn Sie haben verschiedene Komponenten von 4G und es gibt, ich versuche es mal vereinfacht mit zu erklären, es gibt ein kleines Bauteil, das man mit ranpappt, den 5G New Radio Non-Standalone Architecture. Das bedeutet, 5G
kann nicht ohne das 4G-Netzwerk überhaupt laufen aktuell. Alle Frequenzen, die mitgenutzt werden, werden schon seit langem mitgenutzt. Es ist keine technische Innovation, so wie es mitverkauft wird. Und wenn man es einfach sagen will, ist 5G nichts anderes als ein etwas komplexeres 4G. Und das, was uns so ein bisschen hier auch erzählt wird mit KI und Smart City und Internet of Things, und das sind alles nur Schlagworte, das ist Zukunftsmusik. Und Sie müssen auch immer wieder bedenken, das ist alles nur Technik. Und es heißt nicht, dass Technik soziale und gesellschaftliche Probleme lösen wird. Denn Technik ist immer nur ein Hilfsmittel. Und die Frage ist, wer davon profitiert. Denn wenn wir nämlich schauen, letztes Jahr wurde auf Bundesebene wurden die Frequenzbänder versteigert und das hat 6,5 Milliarden gebracht. 70% davon gehen in den Breitbandausbau, 30% in den Digitalpakt. So, das heißt, wieder ist der Staat dafür verantwortlich, dort zu investieren, wo die Unternehmen das nicht möchten. Aber an wen gehen denn letztendlich die Profite und Gewinne? An die Konzerne und an die Unternehmen. Aber profitieren die Menschen davon? Ja, genau. Sichere Arbeitsplätze. Wir müssen uns fragen, was bringt uns jede technische Innovation? Bei 5G haben wir schnellere Reaktionszeiten. Aber kann ich mir dieses teure Endgerät leisten? Was habe ich dann davon, wenn ich zum Beispiel einen Mobilfunkvertrag habe mit einem geringen Datenvolumen und letztendlich kann ich dann besonders schnell mein geringes Datenvolumen aufbrauchen? Wir müssen schauen, dass alle Menschen davon profitieren können. Und es ist ein Unding, dass der Staat die öffentlichen Mittel dafür verwendet, um für Unternehmen und Konzerne die Zukunft mit vorzubereiten. Und wir sollten uns fragen, wer davon profitiert. Die Freien Wähler haben versucht, mit ihrem Antrag wieder auf die Ängste und Unsicherheiten der Menschen einzugehen. Wir benutzen bisher maximal bis 6 GHz die bereits bekannten Frequenzen. Was die höheren Frequenzbereiche angeht, braucht es Studien, die vertrauenswürdig sind. Und diese müssen mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. Und natürlich muss das auch breit kommuniziert werden mit der Bevölkerung. Wir werden uns der Beschlussempfehlung vom Gremium nicht entgegenstellen, aber wir fordern noch wesentlich mehr. Wir wünschen uns ein Umdenken, sowohl von Politik als auch der Verwaltung. Denn wenn wir uns den Digitalpakt angucken und den Breitbandausbau, dann tun wir letztendlich das ganze Geld, die öffentlichen Mittel, nicht nur dort mit investieren, wir schmeißen es zum Beispiel auch für Lizenzen von Microsoft raus, für teure Endgeräte. Warum investieren wir nicht diese Gelder, indem wir auf nachhaltige Lösungen setzen? Denn die Digitalisierung muss immer mit der sozial- und ökologischen Frage betrachtet werden. Das sind die Ziele, die wir brauchen, die Menschen in den Mittelpunkt stellen, sozial-ökologisch denken und die Digitalisierung und die Technik als Hilfsmittel benutzen. Ich hoffe, dass wir in Zukunft bei solchen Themen vielleicht auch ein bisschen sachlicher und vernünftiger mit debattieren können und dass es nicht darum geht, dass die Wirtschaft davon profitiert oder dass man Ängste schürt, wie es ja hier einige Fraktionen immer wieder gerne machen. Wir müssen uns auf die Menschen konzentrieren und ich glaube, was die Zukunft betrifft, wird der Klimawandel definitiv eine größere Gefahr sein als 5G oder andere technische Erneuerungen. Soweit Frau Hanser. Jetzt die SPD-Fraktion, Frau Sturm. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer im Stream. Ich hoffe jetzt, dieser Kommentar galt nicht mir.
Wenn doch, verbitte ich mir sowas in Zukunft. Ja, jetzt reden wir immer in der fünften Runde, hatten wir es ein bisschen schwer, viele Dinge sind schon gesagt. Aber ich schließe mich grundsätzlich den Vorrednern Kaden und Schlick insbesondere an. Wir glauben, dass man die Bedenken, die von den Bürgern ja angesprochen werden, zwingend ernst nehmen muss. Ungeklärte Fragen zu Risiken, Gesundheit, Sicherheit unserer Netze und auch die Steigerung des Energieverbrauchs sowie die Strahlenbelastung von 5G sind derzeit noch offen, müssen wir dringend ernst nehmen. Herr Straube, wir nehmen Sie und alle Unterzeichner der Petition ebenfalls ernst und möchten uns deshalb dafür aussprechen, dass die Stadt Dresden über die Entwicklung von 5G am Standort regelmäßig aufklärt über die Homepage hinaus. Aber wissen Sie, mit der Entwicklung von Technologien gingen schon immer Veränderungen, Sorgen und Ängste einher. Eine Perspektive ist die Sorge von Ihnen, eine andere ist die Dresdner Wirtschaft. Deutschland und Sachsen sind seit jeher Industriestandorte. Der Maschinen- und Fahrzeugbau sind eine wichtige Stütze für die Wirtschaftskraft Deutschlands und Sachsens. Momentan sind wir noch Weltmarktführer und darauf beruht auch ein wesentlicher Teil unseres Wohlstandes. In dem Ausbau der 5G-Technologie in Sachsen liegen große Chancen. Momentan haben wir wenige Industrien mit einem Wachstumspotenzial. Diese liegen zukünftig im Bereich der Industrie 4.0, in dem Bereich der Entwicklung neuer Software sowie in dem IoT. 5G könnte somit ein Alleinstellungsmerkmal für den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Dresden sein und somit neue Arbeitsplätze schaffen, neue Firmengründungen und auch höhere Steuereinnahmen generieren. Visionäre würden sogar sagen, autonomes Fahren ist nur mit 5G möglich und würde eine erste realistische Chance bedeuten, den motorisierten Individualverkehr abzuschaffen, liebe Grüne. Der aktuelle Iststand in Sachsen sieht folgendermaßen aus. Dresden ist im Bereich der Grundlagen von 5G ein wesentlicher Treiber beim Ausbau, sind uns aber Chemnitz und Leipzig voraus. Wenn der Ausbau beginnt, werden die Frequenzen höher, die Datenrate steigt und ja, es werden auch mehr Elektromagneten durch die Luft schwirren. Aber ist das mit unseren jetzigen Mobiltelefonen nicht genauso? Lassen Sie uns gemeinsam eine Lösung finden, mit der sich die Bürger ausreichend informiert und aufgeklärt fühlen und mit der wir unseren USP als Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort ausbauen können, sowie Weltmarktführer in einzelnen Branchen bleiben können. Ein Bürgerentscheid, liebe Freie Wähler, halten wir zum jetzigen Zeitpunkt für absolut unangebracht. Herr Schlick, ich schließe mich da vollkommen Ihren Ausführungen zum Thema einer wissenschaftlichen Datenbasis an. Ja? Es ist aus unserer Sicht wieder reiner Populismus, der hier insbesondere durch die AfD befeuert wird. Lassen Sie uns doch gemeinsam dafür sorgen, dass wir eine anständige Debatte auf einer anständigen Grundlage führen, die sich mit dem Thema Wettbewerb, Sicherheit, die gesellschaftlichen Aspekte und auch der Gesundheit drehen. Herzlichen Dank. Und zum Abschluss der Fraktionsrunde für die FDP-Fraktion, Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, bin erst mal erstaunt, dass die SPD gesagt hat, dass der Maschinenbau und die Fahrzeugindustrie wichtige Pfeiler der sächsischen Wirtschaft sind. Ich hoffe, Sie berücksichtigen diese Aussage in Zukunft bei gewissen Entscheidungen auf kommunaler und auf Landes- und auch auf Bundesebene. Zum Thema 5G. 5G ist die neue Generation Mobilfunk und die Bedeutung mobiler Kommunikation sollte spätestens seit Corona jetzt wirklich auch jedem bekannt sein, auch den Leuten, die vorher gemeint haben, sie könnten darauf verzichten. Mobile Kommunikation bedeutet auch wesentlich mehr, als nur eine E-Mail-Adresse zu haben und sich E-Mails hin und her schicken zu können. 5G macht zusätzlich zu dem, was heute bereits möglich ist, ganz neue Felder auf. In der Medizintechnik, beim autonomen Fahren, neue Arbeitsweisen und wir dürfen auch nicht vergessen, auch soziale Interaktion, gerade in Zeiten von Kontaktsperren, von Reiseverboten über den ganzen Globus hinaus. Die Diskussion, ob es 5G gibt oder nicht, die obliegt nicht dem Stadtrat, die obliegt auch nicht dem Oberbürgermeister. 5G wird kommen, sofern alle zuständigen Behörden auf Bundesebene dem Ganzen zustimmen und das Ganze ist ungefährlich einstufen können. Und zum Thema Sicherheit und Gesundheitsgefährdung. Wenn ich ein was gelernt habe in diesem Land,
wenn es um neue Technologien ging, wenn es um neue Chemien ging, wenn es um irgendwelchen Einsatz von irgendwelchen neuen Dingen ging. Nennen Sie mir mal einen Punkt, wo man in Deutschland gesagt hat, im Zweifelsfall geben wir hier ein Risiko bei einer neuen Technologie ein, lassen das zu. Sowas gibt es nicht, weil Deutschland bis jetzt immer eins ist bei neuen Technologien, Bedenkenträger und Bremser. Und ich bin unserem Oberbürgermeister wirklich sehr dankbar, dass er die Idee hat zu sagen, wir wollen Dresden zu einer Modellstadt für 5G entwickeln. Wir haben hier eine Chance, in der Geburtsstadt von 5G mal in etwas führend zu sein, bei einer Technologie ein führender Standort zu sein. Und ich lade Sie alle dazu ein, unseren Oberbürgermeister bei diesem Vorhaben zu unterstützen. Und zum Thema Information und Transparenz, ich kritisiere auch gern mal, wie Entscheidungen getroffen werden, wie nicht kommuniziert wird, wie vielleicht auch zu wenig kommuniziert wird. Aber gerade beim Thema 5G, wenn Sie auf Dresden das Wort 5 oder die Zahl 5 und den Buchstaben G eingeben und dann auf Enter drücken in der Suchfunktion, finden Sie sehr viele Informationen, auch Verweise und Links auf Bundesbehörden. Ich glaube, in dem Fall kann man der Stadtverwaltung wirklich nichts vorwerfen. Also nochmal vielen Dank an den Oberbürgermeister, dass er das Thema 5G vorantreibt. Von uns bekommen Sie dafür auf jeden Fall die volle Unterstützung. Vielen Dank. Und zum Abschluss der Aktuellen Stunde hat sich die Verwaltung gedacht, für ihren Redebeitrag genau das zu machen, was Sie viele gesagt haben, nämlich die Wissenschaft zu Rate zu ziehen. Und deswegen darf ich in dieser Runde ganz herzlich Herrn Dr. Ratige von der Exzellenzuniversität TU Dresden willkommen heißen und um seinen Beitrag erbitten. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich weiß nicht so richtig, was ich hier sagen soll, weil ein Großteil der Punkte, die ich mir vorgenommen habe, heute zu kommunizieren, einfach schon adressiert wurden. Das ist der ganze technische Teil zum Thema 5G-Strahlung, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Das ist das, wie weit sind wir denn mit 5G in Dresden? Und das dritte ist, inwieweit wollen wir Bürger einbeziehen? Und da kann ich fast allen Vorrednern zu einem Großteil einfach nur zustimmen. Das stimmt, was sie gesagt haben. Es gibt hier und da so ein bisschen Korrekturbedarf beim Wording. Es gibt keine 5G-Strahlung selber. Strahlung spricht man üblicherweise von ionisierender Strahlung. Das haben zwei Vorredner auch schon thematisiert. Da reden wir über Röntgenstrahlen. Wenn Sie zu einer Mammographie gehen, da gibt es Strahlen, die schlagen Ionen oder die schlagen Elektronen aus Atomen heraus. Dort verändern sie tatsächlich was. Wenn wir über Mobilfunk reden, reden wir über elektromagnetische Felder. Das haben wir genauso beim Einschalten eines Föhns, eines elektrischen Rasierapparates oder bei einer Starkstromleitung. Da sind wir aber in einem ganz anderen Bereich. Dort spricht man nicht von Strahlen, sondern von Mobil- oder von Radiowellen oder Funkwellen. Im Englischen wird dafür auch das Wort Radio genutzt. Das führt nicht dazu, dass Gewebe geschädigt wird, sondern das wird maximal erwärmt. Und wenn man sich eine wissenschaftliche Studie anschaut aus Bologna, die ganz, ganz oft zitiert wird, mit Ratten, die hat man tausendfach über dem Grenzwerk stark elektromagnetischen Feldern ausgesetzt. Wir sind in der Lausitz momentan unterwegs, in Testfeldern, und so sind wir bei einem Tausendstel des Grenzwertes. Also es wird genutzt, ein Tausendstel des Grenzwertes in wissenschaftlichen Studien benutzt man das Tausendfache. Also wenn man jetzt Ratten bestrahlt, Strahlen ist schon wieder das falsche Wort, elektromagnetischen Feldern aussetzt, die 1 Million Mal so stark sind, dann erwärmen sich die Ratten. Sie essen weniger, werden gesünder, leben länger und man hat festgestellt, dass diese Ratten am Ende mehr Krebsfälle hatten, als die Ratten, die eher gestorben sind. Auch das wurde vorher schon mal in Bezug auf alternder Menschen angesprochen. Wenn man dort Vergleichsgruppen vergleicht, sieht man das recht deutlich. Zum Thema 5G. 5G gibt es in Dresden und zwar flächendeckend, fast flächendeckend. Wir haben über 100 Standorte, an denen 5G-Technologie umgebaut wurde. Man hat 4G herausgenommen, hat Module dazugebracht. Dort funktioniert das mit 5G und zwar mit den gleichen Frequenzen wie vorher. Und zwei meiner Vorredner haben gesagt, Mobilfunkstrahlung oder extrem kurzwellige Strahlung, das trifft nicht zu auf 5G, auch nicht auf 4G oder 3G. Wir reden hier über Frequenzen im 2 bis 3 Gigahertz-Bereich. Und da sind wir noch nicht bei Kurzwelle, nicht bei Infrarotstrahlung, nicht bei Röntgenstrahlung und so weiter. Ein zweiter Punkt kommt dazu, das, was super interessant für die Industrie ist, sind Campus-Netzwerke, also kleine Netzwerke, die sich ein Industrieunternehmen
hinsetzt und sagt, ich möchte für meine Mitarbeiter, für meine Maschinen, Systeme, Roboter, möchte ich ein funktionierendes 5G-Netz haben, das ich selbst sicherheitstechnisch verantworten kann, das ich steuern und konfigurieren kann. Da reden wir nicht über das große 5G-Netz, das über Dresden gespannt wird. Und auch das ist eine Illusion. Wir haben kein großes 5G-Netz, sondern wir haben ganz, ganz viele kleine Stationen, die viel weniger strahlen müssen. Um den Unterschied deutlich zu machen, wenn ich mit jedem von Ihnen kommunizieren möchte und jedem von Ihnen eine Nachricht überbringen möchte, dann kann ich das zum Beispiel mit so einer Mikrofonanlage realisieren. Viel effizienter, viel leichter, kostensparender und für Sie auch, für Ihr Gehör viel entspannter wäre, wenn sich in 20, 30 verschiedenen Stellen hier im Raum kleine Gruppen bilden würden und die teilen jeweils nur 2, 3 Personen mit, was die an Informationen brauchen. Also durch mehr Mobilfunkstationen habe ich weniger Belastung, in der, insbesondere hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit. Und ein dritter Punkt, Einbeziehung der Bürger, finde ich super wichtig. Ich möchte hier verweisen auf 2 Initiativen, die sich gerade bilden. Das eine ist, in Cottbus wird gerade ein neuer Standort des Bundesamts für Strahlenschutz aufgebaut. Und ich kann da zitieren aus dem, was die sich zur Aufgabe gemacht haben. Und ich möchte die Stadt ermutigen, dort direkt Kontakt aufzunehmen und zu sagen, warum kooperieren wir nicht mit denen? Das Kompetenzzentrum EMF ist die zentrale Anlaufstelle des Bundes zu EMF in allen Strahlenschutz- und Gesundheitsfragen. Sie greift Sorgen der Bevölkerung vor gesundheitlichen Risiken auf, kommuniziert aktiv den Stand des Wissens zu möglichen Risiken, arbeitet dort, wo Wissenslücken bestehen, aktiv an der Klärung offener Fragen. Und einfach da den Kontakt aufzubauen, dort auf das Bundesamt zuzugehen und zu sagen, eine Informationsinitiative aufzusetzen, denke ich, ist ein guter Ansatzpunkt, um Bürger zu informieren und zu beteiligen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Dr. Radeke, für Ihren Beitrag. Damit wäre die Aktuelle Stunde abgeschlossen. Wir